Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute erinnern wir uns an die Vergangenheit und blicken zurück, wie sich die Schauspieler des Films Rocky Balboa, das Auge des Tigers, 1984 im Laufe der Jahre verändert haben. Lass uns gehen. Nummer 1. Sylvester Stallone wurde 1946 geboren und spielt Robert Rocky Balboa. Rocky Balboa ist ein belastbarer und energiegeladener Boxer, der im Ring immer hart kämpft. Er ist ein aufrichtiger und ehrlicher Mann, immer bereit, seinen Freunden und seiner Familie zu helfen. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 36 Jahre alt. Derzeit ist er 78 Jahre alt. Nummer 2. Talia Shire, geboren 1946, spielt Adrian Balboa. Adrian Balboa ist Rockys liebevolle und unterstützende Frau, die ihm auch in seinen schwierigsten Zeiten immer zur Seite steht. Sie ist sanft und stark. Für Rocky die größte Ermutigung im Leben. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war sie 36 Jahre alt. Derzeit ist sie 78 Jahre alt. Nummer 3. Burt Young, geboren 1940, spielt Paulie Penino. Paulie Penino ist Adrians älterer Bruder und ein enger Freund von Rocky. Obwohl Paulie manchmal schroff und schwierig ist, sorgt er sich immer um seine Schwester und seinen Schwager. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 42 Jahre alt. Er ist am 8. Oktober 2023 verstorben. Nummer 4. Burgess Meredith, geboren 1907, spielt Mickey Goldmill. Mickey Goldmill ist Rockys erfahrener und engagierter Trainer, der stets versucht, ihm zum Erfolg im Ring zu verhelfen. Er ist ein strenger Mensch, kümmert sich aber genauso um Rocky wie um seinen Sohn. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 75 Jahre alt. Er verstarb am 9. September 1997. Nummer 5. Carl Weathers wurde 1947 geboren und spielt Apollo Creed. Apollo Creed ist ein ausgezeichneter Boxer und Rockys Erzrivale, wird aber später sein enger Freund. Er ist stark, talentiert und respektiert Rocky immer als wahren Krieger. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 34 Jahre alt. Er verstarb am 2. Februar 2024. Nummer 6. Herr T. wurde 1952 geboren und spielt James Clubber Lang. Clubber Lang ist ein kraftvoller und entschlossener Kämpfer, der Rocky immer besiegen will, um den Meistertitel zu gewinnen. Er ist entschlossen und brutal, der härteste Gegner, dem Rocky jemals gegenüberstand. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 30 Jahre alt. Derzeit ist er 72 Jahre alt. Nummer 7. Tony Burton, geboren 1937, spielt Tony Duke Evers. Duke Evers war der Trainer von Apollo Creed und wurde später ein vertrauenswürdiger Freund von Rocky. Er ist ein ruhiger und weiser Mann, der es immer versteht, seine Kämpfer zu inspirieren. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 45 Jahre alt. Er verstarb am 25. Februar 2016. Nummer 8. Hulk Hogan, Jahrgang 1953, spielt Thunderlips. Thunderlips ist ein berühmter Wrestler, der zu einem Schaukampf mit Rocky eingeladen wurde, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Er hat einen auffälligen Stil und fällt gerne auf, ist aber auch ein formidabler Gegner. Als die Dreharbeiten 1942 begannen, war er 29 Jahre alt. Derzeit ist er 170 Jahre alt. Nummer 9. Don Sherman, Jahrgang 1932, spielt Barkeeper. Barkeeper ist ein lokaler Barangestellter, der oft mit Rocky und seinen Freunden plaudert und Geschichten erzählt. Er ist ein ruhiger und freundlicher Mensch, der immer zuzuhören weiß. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 50 Jahre alt.
Er verstarb am 15. Juni 2012. Nummer 10. Bill Baldwin wurde 1963 geboren und spielt Bill Baldwin. Bill Baldwin ist ein junger Sportkommentator, der regelmäßig über Rockys Boxkämpfe berichtet. Er ist agil und scharfsinnig, weiß immer, wie er das Publikum anzieht. Als die Dreharbeiten 1992 begannen, war er 19 Jahre alt. Derzeit ist er 61 Jahre alt. Nummer 11, Gene Crane, Jahrgang 1920, spielt Bürgermeister. Ein Bürgermeister ist ein Stadtbeamter, der an der Organisation lokaler Sportveranstaltungen beteiligt ist. Er ist ein ruhiger und verantwortungsbewusster Mensch, der stets darauf achtet, dass alles reibungslos verläuft. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 62 Jahre alt. Er ist am 26. August 2019 verstorben. Nummer 12. Dennis James wurde 1917 geboren und spielt Dennis James. Dennis James ist ein erfahrener Rundfunksprecher, der häufig in Sportfernsehsendungen auftritt. Er hat eine tiefe und attraktive Stimme und weiß immer, wie er bei Spielen eine lebendige Atmosphäre schafft. Als die Dreharbeiten 1982 begannen, war er 65 Jahre alt. Er verstarb am 3. Juni 1997. Wer ist Ihr Lieblingscharakter in der Serie und was denken Sie über den Tod einiger Schauspieler? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um auf die nächsten Videos von mir zu warten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen!